So. Und wenn wir das nächste Mal im Second Floor sind, dann können wir das Armband anbringen. Sollen wir das vielleicht einfach mal machen? Wegen einem Tastenfeld, weil da haben wir jetzt auch einen Code. Andererseits, da müssen wir sowieso auch hin, weil im Behandlungszimmer ist auch noch ein Fragezeichen, also da müssen wir sowieso noch hin. Machen wir es mal später. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal, nachdem wir hier jetzt eigentlich fertig sind, ja, mal in den linken Flügel. So, das heißt, da haben wir es. Und wir gehen jetzt bei da weiter. Jawohl. Warte mal. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Machen wir diese Türe da nur auf. Jawohl. Das haben wir nämlich auch in dem Gang. Genau. Gut. So, da haben wir wieder einen Lift. Aber der ist noch zu. Und da ist diese Treppe, wo wir auch schon waren. Nur halt von der anderen Seite. Oh, oh. Da sind wohl Krankenschwester. Ich sperre mich da auf. Dann haben wir wieder Abkürzung freigeschaltet. Wo ist die Dame? Da ist die Dame. Kommt die zu uns oder geht die da rein? Gut, die Hammer. So, was haben wir denn? Toiletten? Oh ja, schon wieder Toiletten. Ja, schon wieder Sirk. Okay. Da liegt nichts. Nö. Nachklang haben wir eh, ja. Ich glaube, der Radio schlägt schon wieder ganz leicht an. So, da haben wir wieder Pistolenkugeln, 3 Stück. Sonst in den Toiletten irgendwas? Nö. Da auch nichts, okay. Da war auch nichts, okay, gut. So. Also es macht sich wieder ganz eklig an. Okay, da ist zu. Oh Gott, wenn ich das so im, rechts im Raum da schon sehe. Was ist das? So ist schrecklich. Vorratskammer. Na. Da mal, jetzt mache ich kurz einmal. Ganz kurz das Fenster zu einem Anblick, bitte. So. Jetzt mal doch ein bisschen zu laut. So. Irgendwo. Okay, das ist eine Krankenschwester, glaube ich.
die ich da höre. Warum ist da... Ah, da geht schon in die Küche weiter, okay. Ich mag den Raum nicht. Man merkt es vielleicht. Schimmelentferner. Cool. Und den kann man... Das kann man kombinieren. Eine Sprühflasche mit Schimmelentferner. Du hast ihn in der Küche gefunden. Aber... Den können wir kombinieren, aber wir haben sonst eh noch nichts. Okay. Und die hauen jetzt ab, okay. Es sitzt in den Wänden, tief im Inneren. Der Schimmelentferner vertreibt es für eine Weile. Oh, da ist das. Okay, da ist der Dame. Geh mal weiter, ich lese mir jetzt noch fertig durch. Der Schimmelentferner vertreibt es für eine Weile, aber dann taucht das Ding genau an derselben Stelle wieder auf. Wir müssen die Wand aufmachen, sie einreißen, wenn es sein muss, und es ausrotten. Okay. Gott. Warte mal, ich schau mal. Schau mal, dass wir die mal weiter haben, dass sie mal weg ist. So. Dann gehen wir mal so weiter. Ich höre schon wieder irgendwo einen Gegner. Okay, irgendwo ist er schon wieder. Irgendein Gegner. Irgendwas Ekliges. Five Meals vor irgendein Disease. Laktose, bla bla. Okay. Da hinten. Ist das die Cafeteria? Ja. Pistolenkugeln. Ganze Menge. Ich lasse die da noch ein bisschen herum existieren. Dann schauen wir für mal da im Gang um. Kommen wir zum Beispiel da ins Lager. Schaut nicht so aus, weil... Nö. Weil da die Türklinke fehlt. So, da hinten haben wir noch ein Klo. Oh, die ist offen. Zwei Schrotpatronen. Auch das ist cool. Was nicht cool ist, ist, dass das Klopapier falsch aufgehangen wurde. So, da haben wir rechts auch noch einen Raum. Aber, okay, der ist auch zu. Okay, und sonst gibt es da eh nichts mehr. Gut, dann schauen wir wieder in die Cafeteria.
Verdammt. Okay. Gut. Den Kollegen, der hat gestört. So, wieder noch mehr Schrotpatronen. Wieder zwei Stück. Oh, wie viel haben wir da jetzt schon? 12 insgesamt. Das sind schon zwei komplette Ladungen. Ein Fernseher, der was läuft. Gut, und da kommen wir eigentlich wieder zurück. In einen Raum, genau, wo wir eh schon waren. Alles klar. Pass auf, das speichern wir mal ab. Dann haben wir eh schon relativ viel vom Krankenhaus eigentlich schon erforscht. Speichern wir wieder mal ab. Haben wir eh schon lange nicht mehr gemacht. So, das überschreiben wir. Kurz schauen. Okay, ja. Und dann würde ich sagen, pass auf. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal zurück. Dadurch zu der Treppe, wo wir vorhin gerade aufgesperrt haben. Essen fördert die psychische Gesundheit. Ja, ballaststoffreiches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, gesunde Fette, einschließlich Omega-3. Nein, stark verarbeitete Snacks, Weißmehlprodukte, rotes Fleisch. Rotes Fleisch? So, No. Genau. Und dann gehen wir da jetzt drauf. So. Und dann könnten wir... Ich hoffe, da ist noch alles tot. Schauen wir ganz kurz einmal wieder mal zu Maria, wie sie geht. Wieder neue Gesprächsoptionen oder sowas gibt. Nö, okay. Die pennt immer noch da. Alles klar. Dann gehen wir mal zum Tastenfeld. Dann machen wir das jetzt einmal. So, pass auf. Notizen. Das braucht man. So, ist halt die Frage, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Ganz kurz nochmal. Okay. Entweder das. Ja, das war's. Okay. Die Reihenfolge habe ich nicht gewusst. So, Pistolenkugeln. Zwei Stück. Sehr gut. Ido. Es hat schon wieder die Kakerlaken. Ist das nicht... Oh, scheiße, warte mal. Ist das nicht ein Anzeichen auf dem Pyramid Head? Oh Gott. Ist das eklig. Sie füttern mich mit Abfall und verwesendem Fleisch, voller Maden, voller Sehnen. Sie zwingen mich, die Säfte zu schlucken. Rot und gelb fließen sie meinen Hals hinunter. Ich huste und würge und übergebe mich, bis mir der Hals wehtut. Ein schmerzendes, pochendes Rohr aus Fleisch. Ich würge alles hoch, aber ich schmecke es immer noch. Sie baden mich in Dreck und Blut und Pisse und Galle. Sie reiben meinen Körper sanft mit menschlichen Koden. Meine Haut juckt. Sie pellt sich wie nasses Papier. Ich flehe sie an, aufzuhören, aber sie hören nicht auf mich. Und dann sperren sie mich ein. Mit ihm. Er ist immer noch da. Jedes Mal,
kommt er näher und die Fäule kommt mit ihm. Sie dringt in mich ein. Sie wird zu mir. Behandlungszimmernotiz. Alter. Die flüchten von meiner Taschenlampe, oder? Auch irgendwie cool. So. Müssen wir da hin? Können wir da hin? Oh, du hast das Röntgenbild. Schimmliges. Ah. Und sie hauen ab. Finden die im Weg nicht? Okay. Gott, das ist eklig, du ist. Und kommen wir da jetzt raus? Jawohl, kommen wir. Gut, ich würde sagen, wir müssen jetzt wieder als nächstes ins Röntgenzimmer. Das war im Third Floor, oder? Ja, genau, genau. Aber ich würde vorher sagen, dass wir mal zum Büro des Direktors mal schauen. Das Armband platzieren. Und wieder mal speichern. So. Das werden wir wahrscheinlich auch noch in einer bestimmten Reihenfolge dann noch platzieren müssen. So. Ja, dann haben wir noch speichern. Haben wir zwar gerade, aber egal. Lieber einmal zu viel als zu wenig gespeichert. So, ich muss mal kurz meinen Schluck trinken. Ich denke viel zu wenig während meiner Aufnahmesessions. So. Gut. Dann, pass auf. Wir müssen... Hoppala. Wir müssen wieder ins dritte Obergeschoss. Dazu müssen wir die andere der Treppe da verwenden. Gut, dann gehen wir mal zur Treppe. Ist einfach das geradeaus noch. Und da links, ich lasse die jetzt einmal. Ich lasse die mal. So. Ich hab gewusst, dass die jetzt. Dass die auch. Und die müssen wir jetzt leider besiegen. Die müssen wir jetzt besiegen. Müssen wir? Ja, müssen da durch. Das schaut immer so aus, wie wenn die irgendwie in einem Glitch gefangen sind. Das ist irgendwie strange. Warte mal. Okay, gut. Okay. Lassen wir es einmal. Ich will mir ein wenig Munition sparen. Alles klar, so, wir haben ein weiteres Röntgenbild, das müssen wir heute jetzt noch reinigen. Das haben wir einen Schimmler, Schimmelreiniger-Ding ist da. Perfekt. Und das platzieren wir jetzt. Warte mal, Inventar, ja. So, und das kommt, warte mal. Wie kann man es drehen? Q. So hin, ne? Jawohl. Bias ist... 77, 12 gibt es ja 77. Ich schreibe mir es einmal auf.
Unmachbar, sieht es einfach nur auf Foto. Falls es das nicht war. Also falls das nicht die 77 ist. So. Gut, dann haben wir das mit dem Röntgen einmal geschafft. Ah, 37, er schreibt sogar hin. Das ist cool. Das ist echt cool. So, und jetzt müssen wir es wahrscheinlich besiegen. Die Dame, weil wir müssen so ein Kombinationsschloss. Alles klar. So, ich hab's wieder vergessen. Bier. Dann 37. Und 12. Perfekt. Wo kommen wir da jetzt hin? Die Angst. Schon wieder, oh Gott. Schauen wir uns gleich an. Schauen wir uns jetzt an. Ups. Gut, ich wollte mich ausblenden. schmutziges Armband. Und die Käfer sind natürlich wieder weg. Dafür sind 100 Gegner gespawnt. Wahrscheinlich gehen wir davon aus.